is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Engel aus Offenbarung 18. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Die Prophezeiungen im 18. Kapitel der Offenbarung werden sich bald erfüllen. Während der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft wird ein anderer Engel vom Himmel herabkommen mit großer Macht und die Erde wird von seiner Herrlichkeit erleuchtet werden. Der Geist des Herrn wird die ihm geweihten Mitarbeiter so gnädiglich segnen, dass Männer, Frauen und Kinder ihren Mund zu Lob und Dank öffnen werden. Sie werden die Erde mit Gottes Erkenntnis und mit seiner unübertrefflichen Herrlichkeit erfüllen, wie das Wasser die Meere bedeckt. Die den Beginn ihrer Zuversicht bis zum Ende festgehalten haben, werden hellwach sein. Während die dritte Engelsbotschaft mit großer Vollmacht verkündet wird, während des lauten Rufes wird die Gemeinde mit Hilfe des vorsehungsvollen Eingreifens ihres erhöhten Herrn die Erkenntnis von der Erlösung so reichlich verbreiten, dass jeder Stadt und jedem Dorf Licht mitgeteilt wird. Die Erde wird erfüllt von der Erkenntnis über die Erlösung. So überströmend wird der erneuernde Geist Gottes die äußerst aktiven Werkzeuge mit Erfolg gekrönt haben, dass das Licht der gegenwärtigen Wahrheit überall hell aufleuchtet. In dieser Zeit sollen einige Ereignisse stattfinden, durch die deutlich wird, dass Gott der Herr der Lage ist. Die Wahrheit wird in klarer, unmissverständlicher Sprache verkündet werden. Als Volk müssen wir unter der Aufsicht und Führung des Heiligen Geistes dem Herrn den Weg bereiten. Die frohe Botschaft soll in ihrer Reinheit weitergegeben werden. Der Strom des lebendigen Wassers soll sich in seinem Verlauf vertiefen und verbreitern. In allen Arbeitsfeldern, ob nah oder fern, werden Menschen vom Pflug weggerufen werden und von gewöhnlichen Handelsberufen, in denen hauptsächlich Kopfarbeit geleistet wird. Sie werden in der Zusammenarbeit mit erfahrenen Männern ausgebildet. Da sie lernen, erfolgreich zu arbeiten, werden sie die Wahrheit vollmächtig verkündigen. Durch überaus wunderbares Wirken der göttlichen Vorsehung werden ganze Berge von Schwierigkeiten versetzt und ins Meer geworfen werden. Die Botschaft, die für die Erdenbewohner so bedeutsam ist, wird gehört und verstanden werden. Die Menschen werden wissen, was Wahrheit ist. Immer weiter wird das Werk voranschreiten, bis die ganze Erde gewarnt sein wird. Und dann wird das Ende kommen. The Lord is coming. Are